Wir haben darüber gesprochen, wie Betriebe durch innovative, gut durchdachte Transformationsprozesse zur Bedürfnisbefriedigung beitragen können. Aber was heißt denn eigentlich jetzt nun konkreter so ein Transformationsprozess? Und was wird transformiert? Das heißt, ich brauche ja irgendwelche Produktionsfaktoren. Darum geht es jetzt in diesem Clip. Das heißt, um die Produktionsfaktoren. Wie komme ich zu einem Produkt, wie komme ich zu einem Gut, zu einer Dienstleistung, die im Transformationsprozess entsteht? Und wie gesagt, wesentlich dafür sind Produktionsfaktoren und da unterscheidet man einmal in die sogenannten Elementarfaktoren, also die, die tatsächlich in irgendeiner Weise in das Produkt eingehen, zu dem Produkt beitragen, und die sogenannten dispositiven Faktoren, das heißt die Leitungsfunktionen, auf die gehen wir auch noch später ein. Bleiben wir erstmal bei den Elementarfaktoren, man sagt auch manchmal den ausführenden Faktoren. Und hier unterscheiden wir wieder zwischen den sogenannten Verbrauchsfaktoren, da denken wir wahrscheinlich alle zuallererst dran, und den Gebrauchsfaktoren oder auch den Repetierfaktoren und den Potenzialfaktoren. Wenn wir über die Verbrauchsfaktoren sprechen, also die, die tatsächlich eingehen, also Material könnte man eigentlich mehr oder weniger sagen, hat man nochmal eine Unterscheidung in die sogenannten Rohstoffe, die Hilfsstoffe und die Betriebsstoffe. Und das, die Rohstoffe, das ist das, wo man zuallererst dran denkt. Also wenn wir an unser Taschenbeispiel mal zurückgehen, aus was besteht die Tasche, was sind die Rohstoffe, die dort einfließen, dann sind das in dem Fall insbesondere die ehemaligen Uniformen von Lufthansa-Kapitänen oder Delta-Kapitänen in diesem Fall, von den Stewardessen, von dem Personal, das da diese Kleidung getragen hat. Das sind die Rohstoffe. Geht noch mehr da rein? Ja, im Zweifelsfall, wenn die Taschen, die da produziert werden, zum Beispiel Reißverschlüsse haben versus in den Uniformen keine Reißverschlüsse waren, dann habe ich auch Rohstoffe, die ich dazu nehme. Jetzt bei nachhaltigen Produkten gehen wir davon aus, möglichst wenig zusätzliche Rohstoffe und möglichst viel von dem gebrauchen, was schon da ist. Dann kommt es aber noch was, dann gibt es sogenannte Hilfsstoffe, also zum Beispiel der Faden, der verbraucht wird, oder vielleicht auch die Knöpfe, ob das jetzt Rohstoffe oder sind oder Hilfsstoffe. Aber im Grunde sind das die Sachen, die dazu beitragen. Oder wenn man zum Beispiel Möbel baut, der Leim, den ich brauche, um die Möbel zusammenzuhalten. Das sind sogenannte Hilfsstoffe. Und die Betriebsstoffe, das sind die Stoffe, die man dazu braucht, zum Beispiel Maschinenöl oder Strom. Also etwas, was nicht direkt in das Produkt reingeht, was aber auch verbraucht wird, damit das Produkt überhaupt entstehen kann. Das sind also, wie gesagt, die sogenannten Verbrauchsfaktoren. Und dann, man wird sich nicht wundern, gibt es die sogenannten Gebrauchsfaktoren. Und dazu gehören natürlich, dass man überhaupt erstmal einen Raum hat, in dem man was produzieren kann, also Grundstücke und Gebäude oder auch die Maschinen, die genutzt werden, also die Nähmaschinen zum Beispiel oder die Schneidemaschinen. Aber was natürlich noch ganz wichtig ist, ist die menschliche Arbeit. Wenn wir jetzt über die Produktion von Taschen sprechen, dann ist die menschliche Arbeit oder von der Produktion von Autos, dann sehen wir natürlich, dass relativ viel menschliche Arbeit ersetzt worden ist in innovativen Transformationsprozessen durch die Betriebsmittel, durch die Maschinen. Und da reden wir auch darüber, über das ganze Thema Robotik, das menschliche Arbeit ersetzt. Aber wenn wir davon ausgehen, dass Güter und Dienstleistungen, dass gerade bei den Dienstleistungen, da ist der menschliche Faktor eben etwas, was ich viel, viel mehr brauche. Und wenn wir davon weiter ausgehen, dass unsere Industrien 75% Dienstleistungen haben und wie viele Menschen dort arbeiten, deren Arbeit vielleicht oder vielleicht auch nicht, das ist ein anderes Thema, durch Computer oder Maschinen ersetzt werden kann, dann sehen wir, dass dieser Gebrauchsfaktor, die auch sogenannte Human Resources, dass dieser menschliche Faktor, die menschliche Arbeit ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist und eigentlich die Verbrauchsfaktoren und die Betriebsmittel da nicht die ganz große Rolle spielen, sondern eigentlich eher in diesen Elementarfaktoren menschliche Arbeit das ganz wesentliche Element ist. Und wenn ich wieder darüber nachdenke, dann sind Innovationsprozesse, Transformationsprozesse, dann gehen wir darum, dass es nicht darum geht, dass wir eine neuere Technik brauchen, sondern dass Menschen vielleicht auch eine andere, nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher auch eine andere Behandlung brauchen als Maschinen, dass die ganz unterschiedlich und individuell ticken und dass man deshalb damit anders umgehen muss. Und damit kommen wir dann auch von den ausführenden oder Elementarfaktoren zu den sogenannten dispositiven oder leitenden Faktoren. Das heißt, wer entscheidet überhaupt, welche Produkte oder Dienstleistungen produziert werden, wie der Transformationsprozess aussehen soll, wer plant,
den Transformationsprozess, um auch die Stoffe zu beschaffen? Wer überlegt sich, was als Maschinenarbeit oder als Menschenarbeit funktioniert und wo man dann auch entsprechend, welche Maschinen man braucht oder was die Qualifikation der Menschen sein muss und wie man die motiviert und incentiviert. Das sind sogenannte dispositive Faktoren und darüber sprechen wir dann auch noch in einem anderen Teil dieser Veranstaltung. Also insofern zusammenfassend kann man jetzt mal gucken auf dem Gesamtbild. Als Produktionsfaktoren bezeichnet man dann also in der Betriebswirtschaftslehre alle die Elemente, die in betrieblichen Leistungserstellungs- und Leistungsverwertungsprozess miteinander kombiniert werden und entweder einfließen oder gebraucht werden, um das Gut oder die Dienstleistung zu erstellen.